vielleicht wenn ich von unserer Seite also als Erzeuger, als Produzent in diesem System beginnen kann. Ich glaube, es ist ein Gebot der Stunde, aber es war auch in der Vergangenheit schon ein Gebot der Stunde, nur hat man weggeschaut. Und ich glaube, ein paar Ereignisse in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass dieses Thema wieder in der Priorität der Diskussion nach oben gekommen ist und dass wir aus den verschiedensten Ecken jetzt das Thema Energie diskutieren. Wir diskutieren es jetzt nicht mehr nur aus der Wachstumsseite her. Das war ja früher immer, Wirtschaftswachstum war gekoppelt mit Energiewachstum, war direkt gekoppelt, teilweise überproportional, sondern wir haben jetzt einmal aus der Gaskrise, die wir vor in etwa 2 Jahren mittlerweile erlebt haben oder kurz erleben dürften, wo man gesagt hat, es geht jetzt die Versorgungsproblematik. Jetzt kommen die Themen des Zugriffs auf Ressourcen und natürlich über die ökologische Emissionsfrage noch Themen dazu, die diesen ganzen Komplex, den Energiekomplex zur Diskussion bringen. Und ich glaube, es ist nicht ein Thema, was schon immer reif war zu diskutieren, nur es war halt eine Zeit lang weg von der Oberfläche. Und jetzt kommt es ganz intensiv und ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch in den nächsten Jahrzehnten massiv belasten oder beschäftigen. Sehen die beiden Experten das auch so positiv wie der Verbundchef? Früher hat man weggeschaut, hat er gesagt. Jetzt schaut man offensichtlich hin, stellt sich dem Problem. Ist es wirklich so? Also ich sehe auch, dass das Thema Wandel ganz oben auf der Agenda steht im Energiebereich aus einer Reihe von verschiedenen Faktoren. Nicht zuletzt deshalb, weil wir heute ein Energiesystem haben, was halt zu etwa 20% sich aus erneuerbaren Energien speist, aber zu 80% aus nicht erneuerbaren Energien. Und wie der Name schon sagt, werden die uns irgendwann ausgehen. Und das ist ein Thema, was jetzt eben viele Länder beschäftigt, weil man sieht, das ist eine sehr große Abhängigkeit. Viele dieser 80% sind importiert aus einer kleinen Region der Welt, die nicht die politisch stabilste ist. Und quasi etwas zu ändern an dieser Mischung 20-80 und vielleicht zum umgekehrten Verhältnis zu kommen, 80-20 bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, das ist eine Riesenherausforderung, die einen sehr, sehr tiefgreifenden Wandel mit sich bringt.